Oh, jetzt gibt es hier mal klatschnassen Lego-Roll. Das ist hier Teil 1. Ich hoffe, ich bekomme jetzt der Tage auch noch das Indiana Jones-Set. Ja, sieht gut aus. Und hier haben wir den TIE-Bomber, den wir hier unbedingt haben. Der sieht absolut genial aus. Ja, und jetzt warte ich halt noch auf ja, das Indiana Jones-Set und den Fangfighter gegen den TIE-Fighter. So, und hier ist jetzt der zweite Teil von dem Lego Hall. Ich denke mal, dass das Indiana Jones Set ist. Das ist wirklich fantastisch. Ja, großartig. Da ist es auch. Hat so einigermaßen gut alles überstanden. Ja, wie gesagt, also das waren jetzt mal so Gutscheine, die ich noch hatte. Das hat sich jetzt gelohnt. Habe ich alles so bei Otto bestellt. Und das andere waren ja die Star Wars Sachen. Das ist wirklich ein hervorragendes Set. Also, wenn ich das so in meinem Laden aufgestellt sah, das war einfach super. Gutes Ding. Nur wie gesagt, die 150 ist sehr sportlich. Das war jetzt nicht viel günstiger bei Otto, aber ein paar Euro runter und war halt ein Gutschein. Deswegen hat sich das schon gelohnt. Also einfach das ist super. Von den Spielfunktionen her, die Figuren. Das ist so ein schönes Panorama-Set. Das kann man gut bei den Ninjago-Sachen dazustellen. Also diesen ganzen Dschungelsachen und auch bei Monkey Kid. Ja, super Ding.